on the road again. Da waren wir wieder auf dem Weg in die N4-Arena nach St. Pölten. Stone und ich haben unser ganzes Zeug zusammengepackt und wollten dabei sein, wie Geschichte geschrieben wird und wie die österreichische Nationalmannschaft die Finnen im EM-Finale besiegt. Wir schauen mal rein. Angekommen in der N4-Arena, Stone. Es ist einfach wirklich ein Schmuckstückchen. Für Football ist es ein Traum, oder? Ein Träumchen. Weißt du noch, wie die Dragons da in Last-Minute-Sieg-Ding? War wild. War wild. War wild. Wir waren ja erst vor kurzem da. Wie es wild wird, wild. Überhaupt muss man auch sagen, dass wir merken es jetzt sowohl an den Parkplätzen da, dass das Interesse hier doch sehr, sehr groß ist. Knapp 6.000 Karten sind verkauft worden, also wir freuen uns auf ein Football-Spektakel für, ich glaube, da geht es heute wirklich um alles. Es ist das Europameisterschaftsfinale, ist natürlich schade, dass es nicht als ein Turnier ist oder ausgetragen wird, aber Stoney, wäre sowas überhaupt realistisch? Ich meine, ich habe mir jetzt die Rugby-WM angeschaut, ein bisschen was. Die dauert auch, glaube ich, fast 2 Monate oder sowas, weil danach am Spiel brauchst du eine Woche Pause. Alleine, wie lange da Leute von ihren Families weg sind, wenn dieses Rugby-Six-Nations-Turnier oder eben die WM ist, ist Irrsinn. Ja. Ich glaube schon, aber so ein Tagesevent, so wie es war auch beim Flag-Football-Final vormäßig, glaube ich, ist schon reizvoll, weil du mehr Teams da hättest, mehr Leute damit anziehst und so. Sache ist halt, wie viele Spiele kannst du eben so hintereinander spielen, überhaupt dann am Wochenende. Du kannst nicht machen Halbfinale und dann Finale, aber du könntest halt haben 4 Teams da, die sich halt vielleicht den 3. Platz ausmachen. Jetzt muss ich wieder überlegen, wie sehr interessiert dich der 3. Platz von der Football-Europameisterschaft. Ist halt so fraglich, ob das nicht so... Ich finde Spiele um Platz 3 immer unnötig. Das auch genau, ob das dann so ein Zirger ist oder ob es nicht gescheiter ist, eben das Finale groß aufzuziehen. Ihr hört das. Die Concussion Bands sind schon da. Concussion Bands. Das ist vielleicht was anderes. So, wir schauen mal kurz rein. Wir werfen uns ins Getümmel, Stoney. Nachdem das eine Post-Game-Show ist, die wir da eigentlich machen und keine Pre-Game-Show. Trotzdem, letztes Mal waren wir eigentlich gut dabei, ja. was den Spielverlauf betrifft, und zwar beim Austrian Bowl. Jetzt die Frage, Stoney. Wie glaubst du, wird das Spiel ausgehen? Mein Tipp ist, ich sag ganz ehrlich, Stoney, bei solchen Footballspielen auf dem Niveau geht es tatsächlich um Quarterback. Und wer macht weniger Fehler? Ich glaube, das ist es. Und da ist unsere, glaube ich, gut dabei. Ich glaube, die Österreicher machen das. Was sagst du? Ich sage, umso unspektakulärer, umso unwilder das Spiel wird, umso mehr sind wir halt einfach Favorit, weil die geballte Ladung an Talent, auch durch die ELF natürlich, schon auf unserer Seite ist, aber Football ist Football. Ich sag ganz ehrlich, wenn du schnell hinten bist und wenn dann anfängt, alles zum Obersinken und so, kann es auch ganz in eine wilde Richtung gehen und wir Österreicher wären bekannt dafür, solche, weißt du, so hausgemachte Sachen oder angerichtete Sachen noch zu... In Italien war es ähnlich. Genau, auch zu verkacken. Und das ist halt auch so, wir haben im Vorfeld gesagt, wenn die Italiener nicht kommen mit ihren Super-Army-Imports, gibt es genau einen Mann, der gefährlich ist, aber der hat dann auch einen Touchdown gemacht. Und ich würde es auch heute nicht wundern, wenn der Flying Finn von der ELF, von dem Vikings-Team, der Kimi hier halt heute ein bisschen so die Show abreißt, aber eben, es ist ein Teamsport, wir müssen das einfach machen. Und jetzt ganz ehrlich, wir sind so am Drücker. Österreich ist so am Drücker. Jetzt kommt endlich raus aus euren Löchern und feiern wir und legen wir jeden unsere ganzen Erfolge am Tisch und machen wir das jetzt einmal. Sind wir mal endlich einmal so, wie andere Leute sind, holen wir uns heute den Pokal und sind dann über Jahre die Dicken. So muss das heute rennen. Also, mit den schönen Worten sind wir auf Jahre die Dicken. Schauen wir, werfen wir uns ins Getümmel rein. Wir sehen noch da ein paar Finnen, die aufmachen. Ja, da haben sie natürlich jetzt schon einen Vorteil. Die kommen tatsächlich aus dem Bus raus, Toni, und die sind schon auf Aufgabe. Ne? Das Problem ist auch immer dieses Uneuphorisierte von den Finnen, dieses Kühle. Ich glaube, kein Moment ist für einen Finnen zu groß. Ob das ist genau das, wenn so etwas beruft. Wow, let's go. Oh. Ja, aber keine Sorge, auch unsere Burschen haben sich natürlich sofort aufgewärmt und haben sich dann schon mal in Stimmung gebracht. Stoney und ich haben dann auch gleich die Ruhe vor dem Sturm im VIP-Bereich genutzt und haben uns ein bisschen in Stimmung gebracht. Und dann hieß es für uns auf zur Pre-Game-Area vor der N4-Arena und die war schon um 13 Uhr richtig gut besucht. Ganz Football Österreich, so hat man das Gefühl gehabt, war heute da. Mehrere Division-Teams waren da. Ganz, ganz viele Gesichter, die wir auch so aus den Stadien kennen, haben uns dann auch noch begrüßt. Das war wirklich wunderbar. So zum Beispiel die Predator Steyr, mit denen wir uns auch einen kleinen Scherz erlaubt haben. Ich weiß ja, bei den Finnen gibt es einen super Running Back, den Kimi Räikkönen. Wie können die mit der Schnelligkeit von Kimi Räikkönen zurechtkommen? Ja, ich glaube, die Defense von den Österreichern ist top drauf und da wird es auch für ihn ziemlich, ziemlich schwer. Man hat es gesehen in den letzten Spielen, glaube ich. You can't teach speed, aber du kannst ihn aus dem Spiel nehmen.
Ja, ein Highlight bei diesen Pre-Game-Areas sind natürlich immer für große und kleine Kinder die diversen Stationen, wo man so ein bisschen was ausprobieren kann. Das Toni hat natürlich wieder zeigen müssen, wie gut er kicken kann. Er ist weiterhin der Meinung, dass er einen Platz im österreichischen Nationalteam verdient. Und dann hat er auch noch einen waghalsigen Sprung gewagt beim Sprungturm, hat dann auch noch ein bisschen Football-Prominenz begrüßt und sogar ein nettes Fürorgengespräch mit den Ministern gehabt, die vor Ort waren. Da war er richtig stolz drauf. Jetzt schon sehen wir gleich. Ja, da ein bisschen, ja, aha, und das stolze Gesicht, ein Wahnsinn. Mein persönliches Highlight dann aber jedes Mal der Spielertunnel, bevor die Spieler auf das Feld laufen, das möchte ich euch einfach mal unkommentiert dalassen. Pur beim Einlauf der österreichischen Nationalmannschaft und dann natürlich auch noch beim Abspielen der Hymne. Vor so einer großen Kulisse ist das einfach nochmal was ganz was anderes und muss ganz ehrlich sagen, da hat es mich dann auch wirklich erwischt. Gänsehaut pur. Ich schwöre, ich habe schon viel gesehen, aber das, was hier heute abgeht, ist schon großes Kino. Also nicht nur da, ich meine, was sieht ihr da, was da drüben für Leute sind. Schaut es einmal an, das ist alles komplett voll. Also das ist ein großer Tag für Football Österreich und es wäre einfach nur schön, wenn man das heute würdigen könnte. Die Burschen haben sich verdient. Ja, vor der Partie hat das Toni nochmal das Publikum ein bisschen angeheizt, so wie sich das gehört, und dann kam es auch schon zum Kickoff. Die Finnen, alles in allem, ehrlich gesagt, in der Offense nicht wirklich gefährlich. In der ersten Halbzeit kamen sie nicht in die Hälfte der Österreicher. Da war vor allem auf der Quarterback-Position ein Qualitätsunterschied spürbar. Während die Österreicher am Anfang versucht haben, eher über Big Plays gleich einmal das Publikum abzuholen, war dann auch eher eine zahre Partie, wenn man das so sagen kann. Und so hat es dann ein bisschen länger gebraucht, bis die Österreicher den ersten Touchdown gemacht haben. Sie fanden zwar schon den Weg bis in die Red Zone schon vorher, da hat man dann allerdings leider ein Field Goal verkickt. Und so war es Florian Bierbauer mit einem wirklich wunderbaren Tony Toe-Tap, wie man das so schön sagt, an der Sideline, der die Österreicher noch einmal in Scoring-Position gebracht hat. Und dann war es Philipp Hauen, der MVP des Spiels, der die Österreicher in Führung gebracht hat. Und ab dann gab es eigentlich kein Zurück mehr für die österreichische Football-Nationalmannschaft. Erst die werden müde! Die holen unser nächstes Drehen ab! Und wir gehen nicht vom Gas! Oder wie weniger? Ja, der Coach fragt, what are we waiting on? Wir haben auf ein Big Play der Defense gewartet und das kam dann auch. Die Finnen fanden dann nämlich den Weg bis vor die gegnerische Endzone, aber Lewis Horvath mit einer Endzone-Interception, ein richtiges Big Play beim Stand von 7:0 für Österreich. Richtig, richtig wichtig. Ja, und im Gegenzug hat die österreichische Offense dann immer mehr ihren Rhythmus gefunden und konnte die Playmaker in Szene setzen, so wie hier wieder Philipp Hauen mit einem weiteren Touchdown. Und dann hat sich's eigentlich schon so angefühlt, als wäre das ganze Ding jetzt durch. Das Toni hat es ja schon vorher gewusst, wir sehen es hier. Und je näher man dann zum Abpfiff kam, desto mehr sah man auch an der Seitenlinie, was das den Spielern bedeutet. Karrieren gingen ja an diesem Tag zu Ende und endlich wurden Titel nachgeholt und danach gefeiert, die man schon so lange haben wollte. Und als dann der Schlusspfiff kam, ja, dann möchte ich euch einfach alleine lassen mit diesem Video. Bevor der Pokal dann übergeben wurde, gab es noch die Ehrung des MVP und das war wenig überraschend. Philipp Hauen, wenn man 3 Touchdowns in einem EM-Finale macht, dann muss man der MVP werden. Und wir haben uns dann noch unter die Spieler gemischt und haben einige Spielerstimmen eingefangen. Dörri Milos, wie delizioso schmeckt das? Köstlich. Heute, wenn wir in Österreich sind, auf Österreichisch. Köstlich. Köstlich, diese Zigarre. Only Business, oder bedeutet der Sieg? Dir vielleicht mit am meisten? Das erste Mal. Auf jeden Fall schön.
Feste Mark. Und jetzt ist der Boss in der 8. Nationalteam. Nichts, 2010 Europameisterschaft, nichts, 2011 Weltmeisterschaft, nichts, 2023. Österreich ist die beste Football-Mannschaft im Kontinent. Alex, sag mir, ne? Neues Lieblingswohnzimmer. Alles, was du da machst, ist Queen. Ja, ist eine geile Arena. Vor allem heute, die Fans waren einfach unfassbar. Und ja, nach der Austria-Mode nach jetzt sind die in Bauarena und ich wirklich gute Freunde geworden. Scheißegal, diese Vergleiche über was ist mehr wert, was nicht, aber mit Österreich, einen Titel zu holen in Österreich. Er hat sich geschrieben. Ja, let's fucking go, Alter, let's go. Pietro, Alter, Zaliga. Aber Spiel, vielleicht auch ein bisschen schwieriger als erwartet, aber erste Hälfte, Scoring, war immer was drinnen für die vielen, sie haben es dann halt mit der Interception wahrscheinlich nicht, aber bis dorthin. Habt ihr damit gerechnet, dass es so hart wird? Ja, natürlich. Die Finnen sind eine starke Mannschaft. Man merkt es immer wieder, in der ELF sind viele Finnen unterwegs. Das sind harte Hunde, die geben nicht so einfach auf. In der ersten Hälfte haben wir mit der Offense ein bisschen gestruggelt. Die haben nicht die Antworten gefunden auf das, was sie uns gegeben haben. Und war ein bisschen dauert, aber dann, zweite Halbzeit, haben wir die Lösung gefunden und dann ist das Rad gelaufen. Gerade bei den ersten zwei Drives haben wir so das Gefühl gehabt, man will das Publikum mitnehmen mit ein paar Big Plays. War das so? Natürlich, das war der Plan. Von Anfang an voll drauf gehen. Und natürlich, es hat angefangen beim Einlauf. Uns ist gesagt worden, kommt's rein, macht's eine Stimmung, wir brauchen den 12. Mann. Und das haben wir gehabt. Das war eine unglaubliche Stimmung da. Noch nie so ein Spiel erlebt. Danke. Und mit diesen Jubelbildern der Pokalübergabe möchten wir uns bei euch verabschieden. Was für ein grandioses EM-Finale, was für eine grandiose Football-Saison für Österreich. Wir wollen mehr, wir sind hungrig auf mehr. Gratulieren nochmal allen Beteiligten. Das war wirklich ein Wahnsinnstag.